Hallo und herzlich willkommen Leute zu einer neuen Folge von Dragon Ball Kakarot. Sehr nice, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht's weiter. Wir haben wieder einiges vor und zu tun. Hier nochmal kurz gesagt, Leute. Ne? Ich war jetzt in der letzten Folge, war zum Schluss irgendwie ein komischer Sound. Der, oder für euch komischer Sound, der kam einfach daher, dass hier in der Wohnung oder nebenan bei mir gebohrt wird. Keine Ahnung, irgendwas wird da gemacht, im Flur oder was. Deswegen war da so ein komisches Geräusch, was mich dann auch ein bisschen ja, verwundert hat, dass man das so krass gehört hat. Habt ihr ja gemerkt. Das kann jetzt noch mal ein paar Mal passieren, weil es ist immer noch da, aber es sollte immer besser werden. Ich denke mal nicht so krass. Ich habe jetzt ein bisschen die Soundqualität was gemacht. Ich hoffe mal, dass man das jetzt nicht mehr so krass hört oder ja, so sehr hört. Und ja, ich hoffe einfach, dass es jetzt besser wird. Und wir das nicht mehr hören. Aber nochmal, sorry, ne? Nicht, dass ich gewundert habe, was das für ein Geräusch war. ja, egal. Leute, heute geht's weiter mit Drama Kakarot. Wir haben einiges freigeschaltet, können einiges machen, haben jetzt eine Gruppe, die wir zuweisen können. Wie wir sehen. Bedeutet, wir können auf jeden Fall einiges machen. Ja, was wir aber auch sehen, Vegeta ist Level 47, ist gar nicht mehr so viel. Nehmen wir den Trupp mal mit und nehmen natürlich den guten Piccolo mit erstmal. Die besten Charaktere, die wir haben, nehmen wir mit, logischerweise. Und dann schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Ne? Mal gucken. Was wollte ich machen, Leute? Was wollte ich machen? Auf jeden Fall wollen wir die Dragon Balls sammeln, weil wir haben ja in der letzten Folge die Dragon Balls verstärkt. Bekommen bessere Wünsche oder neue Wünsche, ich weiß gar nicht. Vielleicht drei Wünsche. Mal gucken. Ich bin gespannt. Wir werden sie auf jeden Fall heute nochmal sammeln. In dieser Folge. Dann haben wir ein paar Nebenquests. Zwei mit Piccolo. Oder eine mit Piccolo und eine mit Son Gohan. Hier direkt bei Dende. Ja, aber Leute, ich würde, glaube ich, jetzt direkt mal die Dragon Ball sammeln. Haben wir das hinter uns gebracht? Ich weiß, das war jetzt ein bisschen dumm, ne? Ich habe ja in der letzten Folge gesammelt, aber ich habe es auch nicht mehr gewusst, dass die Dragon Balls jetzt gleich schon verbessert werden. Deswegen hätte ich eigentlich warten können, wenn ich das noch gewusst hätte, ne? Hätte ich noch warten können und jetzt die Dragon Balls sammeln können. Aber egal, haben wir jetzt halt ein paar Wünsche schon gemacht, ne? Kann sich auch lohnen. Und so weiter haben wir jetzt Nappa und so weiter wiederbelebt und Raditz. Na egal, Leute, wir haben ja Zeit. Ist ja alles gechillt, wie gesagt. Wir haben ja Zeit, ne? Alles cool. Kein Hektik. Und ja, kriegen wir hin. So, es geht ja schnell, wie gesagt. Ne? Ist natürlich ein bisschen langweilig für euch, aber ihr könnt ja vorspulen oder Speed, den Speed anheben hier im Video. Bei YouTube kann man das ja machen. Oder ihr zockt nebenbei, ne? Und gönnt euch einfach so, ja, nebenbei das Let's Play, wo ihr nebenbei spielt. Dann ist es auch chillig. Aber ey, das gehört dazu so ein bisschen, ne? So sage ich immer wieder, so hätte ich das auch privat gespielt, Leute, ne? Und ich will es ja so authentisch wie möglich spielen oder so spielen, wie ich es halt spielen würde. Ich will jetzt nicht durchrushen, nur weil wir ein Let's Play machen, wisst ihr, wie ich meine? Deswegen spiele ich das so, wie ich es halt spielen würde. Und ich hoffe mal und ich denke mal, ihr seid cool damit. Wenn nicht, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, eure Meinung, was ihr davon haltet, was ihr sagt. Würde mich mal sehr interessieren. Würde mich mal sehr, sehr interessieren, was ihr davon haltet oder was ihr dazu sagt. Wenn ihr eine Meinung habt, ne, macht das gerne. Kritik oder egal was, haut es gerne rein. Oder wenn ihr sagt, nö, ist alles cool, dann ja, gucke ich einfach zu. Auch, ne, könnt ihr auch machen. Aber die Regel ist immer, Leute, ne, wenn ihr was zu sagen habt, haut es gerne alles rein in die Kommentare. Wirklich, fühlt euch da frei. Wenn ihr Zeit habt, wenn ihr sagt, ich habe gerade Zeit, mir liegt was an, ich will das gerne Zen sagen, dann fühle ich da wirklich frei, ne, da was reinzuschreiben und so weiter, mir da Tipp zu geben oder zu helfen und so weiter. Also da könnt ihr euch wirklich komplett free fühlen. Ja, so viel zu dem Thema. Jetzt geht's weiter, Leute. Wir haben drei Dragon Balls gesammelt. Ich bin sehr gespannt, was sich verändert hat. Weil, wie gesagt, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, so krass. Eigentlich gar nicht. Was ich mir vorstellen könnte, halt, und das wäre halt das Normalste, wäre halt drei Wünsche. Haben wir jetzt frei zur Auswahl. Wir können uns drei Sachen wünschen, was auch sehr cool wäre. Oder wir haben neue Wünsche bekommen, ne? Oder die Wünsche wurden verbessert.
Das ist, ich meine, das kann sein zum Beispiel, dass wir jetzt halt mehr Geld bekommen würden durch den Wunsch. Ne, aber ja, keine Ahnung, wir werden sehen, ich bin sehr gespannt. Ich habe sehr viel vergessen, auch wenn ich es durchgespielt habe, schon auf Platin das Game. Auf der PS4 habe ich trotzdem, wie ihr merkt, einiges vergessen, was sehr cool ist, weil so können wir das Spiel nochmal neu erleben, in gewissen Maßen und an gewissen Stellen. So, komm her, Dragon Ball. Das war schon der vierte, Leute. Es geht ruckzuck, Leute. 3 Stück. Dann haben wir doch alle gesammelt. Mega nice. Cool. Ja, schade übrigens. Das haben wir ja vor 3 Folgen besprochen. Komisch, aber wahrscheinlich am Ende des Spiels dann erst, haben wir immer noch nicht die Zeitmaschine freigeschaltet von Trunks. So, dass wir eben halt noch nicht die Quest nachholen können, die Side-Quest nachholen können. Für die Platin-Trophäe, die wir holen wollen in den Game, die nachholen können. Das können wir dann wahrscheinlich jetzt am Ende des Spiels, werden wir dann auch machen, definitiv. Leute, weil, Leute, nein, wir wollen natürlich die Platin-Trophäe, das habe ich ja schon mal am Anfang angesagt. Weil, man muss auch ehrlich sagen, ne, man muss es ehrlich so weit sagen, die Platin-Trophäe in Dragon Ball Kakarot ist auch sehr easy, ne, geht auch ziemlich schnell, eigentlich. Relativ chillig, deswegen will ich die gerne mitnehmen, auch hier bei den Next Gen Update. So, weiter geht's. Der vorletzte Dragon Ball holen wir uns jetzt. Dann sind wir nicht ready to go, ne? Für unseren Wunsch, Leute. Oder unser besser gesagt, unsere Wünsche wahrscheinlich. Mal gucken, was wir uns wünschen. Wahrscheinlich Geld. Und ich mache aber auch ein paar Charaktere wiederbeleben, ne? So, wir drehen was ein bisschen weiter weg, leider. Und wie, ey, stimmt, wir haben jetzt einen Dreier-Squad, das heißt, wir können vielleicht mal einige Missionen machen, die wir vorher nicht machen können, alleine. Mal gucken. So, hier ist er, oh mein Gott, chill. Hier ist er schon. Der wunderschöne Dragon Ball mit den 5 Sternen, glaube ich. War es denn mit den 5? Der 5 Sterne Dragon Ball. Okay, wir sammeln kurz alles ein, wenn wir schon hier sind. Ja, Leute, der letzte Dragon Ball, der letzte Dragon Ball. Und dann schauen wir mal, was wir machen können mit den neuen, coolen, besseren Shenlong. Ich bin sehr gespannt. Wo haben wir den letzten Dragon Ball? Lass mich gucken. Hier, glaube ich. Weil hier? Ja, hier. Okay, das ist ein Dino. Wir lassen mal in Ruhe erstmal. Hä? Ach, da wollte ich gar nicht hin. Ach, das ist eine Quest. Okay, da gehe ich gleich hin. Shit, ich bin falsch geflogen, Leute. Ich hab das. Oh Mann, ey. Ich hab das falsche Icon mir angesehen. Shit, ich wollte natürlich nach dem Icon hier. Nicht nach dem blauen Icon, nach dem orangenen Icon. Zum orangenen Dragon Ball. Gott. Dumm. Na egal, nicht schlimm. Okay. Nice, cool. So, der letzte. Wirkt. Guck mal, ist da ein goldenes? Boah, ist ein goldenes, Junge. Bin da schnell. Nice. Können wir alle schon verkaufen, Leute. Können wir alle schon verkaufen später. Nehmen wir mit. Medaille, warum nicht? Hier liegt noch was rum. Okay, Leute. Zeit für die Dragon Balls, oder? Zeit für die Dragon Balls. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Ah, 3 Wünsche. Okay, es sind 3 Wünsche, die wir uns wünschen können. Okay, cool. Wichtig. Okay, dann würde ich sagen. Ach, nee, doch nicht. Ah, doch, haben wir schon gemacht. Okay, Raditz haben wir schon freigeschaltet, stimmt deswegen. Okay, dann nehme ich natürlich Geld. Ich will reich sein. Dann nehme ich natürlich. Ja, was nehmen wir? Nehmen wir mal Todoria und Sabonite. Wir werden eh alle wiederbeleben, ne? Ist eigentlich egal, welche Reihenfolge wir machen. Komm. Jetzt können wir springen, ne? Das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Ah, 50.000 Zenny. Okay, das ist gut. Das bedeutet, Leute, wir können gleich.
Ihr könnt leicht das Trainingsgerät oder den Trainingsraum verbessern. Das werden wir jetzt tun, glaube ich. Komm, wenn wir schon hier sind. Oder wenn wir jetzt schon mal da am Start sind. Das Geld direkt haben. Können wir das direkt machen, glaube ich. Das macht, glaube ich, Sinn, oder? Komm. So, hier. Die gute Dame. Wenn Sie bitte in den Raum verbessern. Okay, perfekt. Schön. Stufe 3 haben wir jetzt. Wir könnten über Stufe 4 gehen, Leute. Aber wollen wir das ganze Geld ausgeben für das? Ich weiß doch nicht. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall, was wird zu Gohan freigeschaltet? Wir müssen Dodoria besiegen. Oder besiegen alle Gegner wahrscheinlich. Dodoria, da steht der Dodoria, Zabon und Kui. Level 50, ja. Bei Vegeta haben wir einiges. Aber Vegeta ist ja low, ne, aktuell. Piccolo hat auch gar nichts gemacht. Richtig. Okay, aber gut. Was wir später, würde ich sagen. Haben wir auf jeden Fall schon mal jetzt gut weiterentwickelt. Das Geld behalten wir erstmal, denke ich. So, Leute, was machen wir als nächstes? Was machen wir als nächstes? Bin mir noch nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, warte, stimmt, Leute, ich habe was rausgefunden, glaube ich. Das wollte ich euch teilen, mit euch teilen. Wenn wir jetzt hier auf Raditz gehen, ne? Wir gehen jetzt auf Raditz. Dann sehen wir oben rechts Charakter Piccolo. Also es könnte doch sein, dass ich kompletten Müll erzählt habe, weil ich gesagt habe, wenn wir zum Beispiel mit Raditz oder mit Zungoran gerade kämpfen, dann bekommen wir einen anderen Dialog, habe ich ja gesagt, so ungefähr. Aber ich glaube, wir können laut diesem Bildschirm nur mit Piccolo gegen Raditz kämpfen. Kann das sein, Leute? Wir werden es probieren. Wir werden es probieren jetzt. Jetzt nach Raditz. Und dann werde ich davor speichern, weil, ne, zur Sicherheit. Zur Sicherheit. Nicht, dass das geht. Wisst ihr, was ich meine? Ich will natürlich nicht mit Piccolo gerade kämpfen. Dann mit Goku natürlich. Aber ich glaube, das war so, wie ich gesagt habe eigentlich. Ich weiß gar nicht. Vielleicht ist das irgendwie ein Fehler in der Anzeige. Keine Ahnung. Wir werden es testen. Wir werden jetzt speichern hier. Sicherheit. Okay. Dann gehen wir mit Goku hin. Weil laut Anzeige geht es ja nur mit Piccolo. Sollte ja nicht mit Goku gehen eigentlich. Deswegen gehe ich jetzt mal mit Zungoran dahin. Ich bin wieder falsch, Leute. Ich bin wieder falsch gegangen, oder? Hä? Nee. Ach so, doch, hier ist richtig. Da. Hä, bin ich. Warte, warte, Leute. Bin ich komplett lost gerade? Also hier soll jetzt Peak Raditz sein, definitiv. Ja, hier ist Raditz, okay. Hier geht es mit. Tatsächlich. Oh, cool. Da habe ich also Müll. Okay, Leute. Ich ruder zurück. Ich habe Müll erzählt. Man kann es nur mit bestimmten Charakteren machen. Gut eigentlich. Okay. Dann müssen wir Piccolo holen. Dann können wir das direkt machen eigentlich. Cool. Das ist eigentlich cool irgendwie auch. So, warte. Können wir jetzt mal tauschen? Ne, warte, warte, warte. Zum Gohan tauschen mit Piccolo, ne? So. Perfekt. Dann müssen wir mit Piccolo kämpfen. Was heißt müssen? Wir dürfen. Wir dürfen. Ich wollte noch nicht kurz gucken, ob ich Piccolo upgraden kann. Eventuell. Junge Steuerung. Chill doch mal. Wo kann ich rauszoomen? Wie ging das nochmal? Ja, hier. Okay, jetzt alles Training, ne? Alles Training. Können wir alles nicht machen. Ja gut, müssen wir gleich machen. Lass das mal gerade jetzt wegklatschen und dann. Und dann machen wir Training mit Piccolo vielleicht ein bisschen. Na, wenn das nicht Raditz ist. Du, das, was willst du? Okay. Der Stolz des Kriegervolks. Na, was ist das für ein Gefühl, von denjenigen wiederbelebt zu werden, der eine getötet hat? Was, du meinst, das war gar nicht Vegeta. Ich dachte, er hätte von meinen Toten erfahren und mich zurückgewünscht. Vegeta scheint mir nicht der Typ zu sein, der Leute wiederbelebt, ja? Die so leicht sterben. Ich habe nur eine Sekunde nicht aufgepasst, mehr nicht. Ich bin kein Schwächling, ich bin ein Elitekrieger der Freezer-Armee, die haufenweise Planeten erobert hat. Wenn der wüsste, ne, Freezer ist aktuell tot, glaube ich, oder? Doch, müsste tot sein. Vegeta ist mehr oder weniger gut geworden. Nappa ist auch RIP.
schön, wenn du dich so, hart hältst. Wenn du dich für so hart hältst, dann beweise es nur wir beide. Du wirst es noch bereuen, dich mit mir angelegt zu haben. Ja, glaube ich nicht. Mal gucken, ich Level ist. Level 28, okay. Okay. Das war's für Freezer, für Raditz. Das war's. Okay. Perfekt. Okay. Verdammt. Wie bist du so stark geworden? Ich weigere mich, von einem nutzlosen kleinen Bruder und seinen Verliererfreunden zurückgelassen zu werden. Das ist eine Schwäche. Im Gegensatz zu dir sucht Son Goku keine Ausreden fürs Verlieren. Halt verdammt nochmal das Maul. Ich bin ein stolzer Saiyajin-Krieger. Wenn ich trainieren würde, hättest du nicht den Hauch einer Chance gegen mich. Und das glaube ich wirklich. Ich glaube, wenn Raditz, also Raditz hat ja mehr Potenzial als Freezer, als Piccolo, denke ich. Weil er Saiyajin ist, ne? Und der Bruder von Goku ist, mehr oder weniger. Ich glaube, wenn Raditz halt normal trainieren würde, wie Son Goku, Vegeta, in Gravity Room und so weiter, dann würde ja Piccolo irgendwann mit als Super Saiyajin 2 halt oder 3 sogar komplett rasieren, ne? Logischerweise. Also damit hat er recht, was er sagt. Damit hat er auf jeden Fall recht. Ach, wirklich? Wie wäre es denn damit? Du trainierst mit uns und zeigst, was du drauf hast. Leute, wenn das echt wäre, ne? Stell mal vor, Raditz kommt wieder und wird gut. Das wäre so nice. Raditz ist eigentlich so ein cooler Charakter und er halt der Bruder von Son Goku, ne? Ich hoffe immer noch, dass Raditz irgendwann wiederkommt und halt wie Broly dann so mehr oder weniger in die Gruppe reinkommt. Und ja, ein bisschen so den Vegeta, ein bisschen wie Vegeta ist, ne? Das würde ich ja mega feiern, Junge. Also, komm, bringt Raditz wieder, Akira. Komm, bringt Raditz wieder. Gut, ich werde euch mit Freude, Freunden besiegen und dafür sorgen, dass ihr um euer Leben bettet. Ihr werdet noch wünschen, nicht so dumm gewesen zu sein, mir diese Gelegenheit zu geben. Ja? Also im Real Life, also was ist Real Life? Im Anime meine ich, wäre das, glaube ich, sehr dumm, ja? Aber auch gut, vielleicht kommt dann halt so eine Wendung rein wie bei Vegeta, ne? Dass dann irgendwann gut wird. Okay, Leute, wir haben jetzt auch Raditz bekommen. Gucken wir mal, wo Raditz drin ist. In welcher Community er denn drin ist. Wahrscheinlich der Chat-Community, oder? Was meint ihr, Leute? Oder? Ich weiß nicht. Würde am meisten Sinn ergeben für mich gerade, aber mal gucken. Ja, hier schon mal nicht. Ja, auch nicht. Ah, doch, geht tatsächlich. Bei der Z-Community ist am Start. Okay, gut. Ja, nice. Hier, direkt bei Nappa. Macht Sinn, ne? Macht doch Sinn. Na, hier, gönn dir. Okay, schön. Wunderschön, das freut mich. Das freut mich doch. Was haben wir noch? Also wir haben jetzt auf jeden Fall Dodoria mit Son Gohan. Wir haben auch das ist eine Quest normale. Und Zaborn auch mit Son Gohan. Also beides mit Son Gohan eigentlich. Können wir schnell machen, oder? Leute, können wir schnell machen. Wenn wir schon mal hier im Start sind. Und wir haben heute Zeit wieder, Leute. Wir haben hier eine Stunde Zeit, mehr oder weniger. Alles chillig. Lass uns hingehen, oder? Erstmal nach Todoria. Südöstlich Inselbereich. Okay. Ja, warte. Stimmt. Okay. Südöstlicher Inselbereich. Hier oder was? Hier? Nee. Hier? 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 Hier wahrscheinlich. Okay, dann schauen wir mal. Todoria. Mal wo, wir haben zwei Quests hier. Das ist wahrscheinlich hier, oder? Denke ich mal. Also Piccolo Level 43 und Vegeta Level 47 ist halt schon wenig, also sehr weit unter von Gohan. Crazy eigentlich. Müssen wir auch mal ein bisschen leveln. Definitiv. Was willst du?
Kraft der Schönheit. Ey, okay. Ich bin hier, um mich zu vergewissern, dass du deine Lektion gelernt hast. Ich verstehe, du hast mich also wiederbelebt und auf diesen seltsamen Planeten gebracht. Aber ich habe dich anders in Erinnerung. Moment, du weißt, wer ich bin? Hältst du mich etwa für eine Trottel? Du hast jetzt eine andere Haarfarbe, aber du bist dieser lästige Junge von Namek, oder? Das spart mir dann wohl einiges an Zeit. Du musst mir versprechen, dass du keine Schwierigkeiten mehr machst. Ich fürchte, das kann ich nicht versprechen. Was? Das ist nicht sehr schön. Wenn du mich wirklich überzeugen willst, musst du das mit Gewalt machen. Also gut, ich komme. Okay, let's go. Sollte schnell gehen, Leute. Sollte schnell gehen. Oh, Level 31. Schon ein bisschen stärker eigentlich. Aber für mich reicht das nicht. Ich verstehe, du bist wirklich stark. Ich flehe dich an. Bitte schwöre den Bösen ab. Ich habe gesehen, was ihr auf Namek angerichtet habt. Ich habe dich schreckliche Gräuel begehen sehen. Und jetzt werde ich von einem Kind verhöhnt. Also gut, ich erlaube mir, dir die Kraft zu demonstrieren, von der nicht einmal das Genio Sonderkommando etwas weiß. Ja, das kennen wir ja, ne? Beast-Gorn wahrscheinlich nicht. Beast-Zaubern meine ich. Offenbar erschreckt dich meine Stärke. Mich erschreckt viel mehr dein Aussehen, ja. Jetzt gibt es kein Zurück mehr, du bist tot. Na, okay. Schauen wir mal. Level 32 jetzt, ja gut. GG? GG. Level 48 für Vegeta, cool. Cool. Na, willst du immer noch Ärger machen? Nein, ich habe genug. Hä? Ich erkenne deine Überlegenheit an. Deine Kraft kommt der von Lord Freezer gleich. Na, wahrscheinlich drüber. Nein, sie übersteigt sie vielleicht sogar, ja. Was meinst du damit? Wir werden sie nutzen, um über die gesamte Galaxie zu herrschen. Du meinst also, ja, ich werde mich ändern. Du wirst noch stärker werden, so stark, dass niemand es wagen würde, uns herauszufordern. Und außerdem werde ich dir jederzeit bei deinem Training helfen, wenn du es möchtest. Was? Die wunderschönen Höhen, zu denen wir uns aufschwingen werden, kennen keine Grenzen. Sollte ich ihn einfach so zurücklassen? Tja, wie es scheint, hat er seine Boshaftigkeit wirklich aufgegeben, also sollte ich mir nicht allzu viele Sorgen machen. Ja, chillig. Okay, gucken wir mal, wo Zabon reinkommt, ne? Aber ich kann es mir schon vorstellen eigentlich. Hier macht das Sinn. Ja, hier bei Meister Kaio. Okay, hier direkt. Okay, cool. Cool. Also gut, Leute, ich würde sagen, wir machen mal jetzt eine andere Nebenquest, oder? Eine normale. Weil ich glaube, die können wir immer machen, ne? Also diese Quest mit dem Wiederbeleben oder den Charakteren, die wir wiederbelebt haben, die können wir immer machen. Deswegen würde ich jetzt mal Quests machen, die wir nicht immer machen können. Zumindest mal nicht sofort. Dende zum Beispiel. Gehen wir gleich mal in der Dende. Besten magische Bohnen holen. 3 Stück, cool. Ah, shit. Nein, Mann. Okay. Ja, schauen wir mal, was Dende will. Gohan, willkommen. Wie sieht's aus, Dende? Ich habe ja gerade ein paar Anpassungen am Raum von Geist und Zeit vorgenommen. Okay. Junge, Gendis ist richtig fleißig, oder? Raum, Geist und Zeit verbessert, Shenlong verbessert, der ist richtig fleißig, der Boy.
Brauchst du Hilfe? Oh, das wäre wunderbar. Willst du das tun? Was für Änderungen nimmst du denn vor? In der Kammer haben momentan maximal 2 Leute Platz. Ich hoffe, das steigern zu können. Wenn man bedenkt, wie stark unsere Feinde in letzter Zeit sind, finde ich, dass eine Verbesserung angebracht ist. Ich verstehe, keine schlechte Idee. Immerhin ist Vorsicht besser als Nachsicht. Wenn es dir nichts ausmacht, ich brauche tatsächlich ein paar Gegenstände für die Verbesserung. Okay. Das wäre alles. Oder das wären alle. Ich glaube, den Phantomsand findet man bei Yangshu in der Nähe. Wenn du mehrere Informationen über andere Sachen benötigst, solltest du mit Mr. Popo reden. Alles klar, bin gleich wieder da. Danke für deine Hilfe, Zungorn. Okay, haben wir schon was gesammelt? Vielleicht random? Wäre möglich. Schauen wir mal, warte. Ah, tatsächlich. Phantomsand fehlt noch. Okay, perfekt. Das ist ja bei Yangshu, hat er gesagt. Okay, wo, was? Okay. Okay, bei Yangshu. Das ist, glaube ich, da. Ich glaube, ich weiß, wo es war, glaube ich. War es nicht hier? Oder war es? Nee, es war hier, ne? Hier, da. Yangshu ist versteckt. Okay, aber cool, dass wir schon was gesammelt haben. Auch nur eine Sache. Das ist immer ganz cool eigentlich. Finde ich. Okay, bei Yangshu wurde gesagt. Ah, hier drin. Nee, ah, das ist ein wieder hier ein Bild. Nice. Ein Bild. Ah, cool. Nachdem Son Goku Dämon König Piccolo nicht besiegen konnte, scheint es, als könne niemand ihn aufhalten. Die einzige noch verbliebene Option ist die von Muten Roshis Lehrer Mutaito, keine Ahnung, Leute. Er soll eine Festungswelle. Wild, sein Leben zu riskieren, holt Muten Roshi einen Reiskocher hervor und führt die Festungswelle aus. Ah, cool. Aber wo haben wir den Phantomsand, Leute? Den Phantomsand, den brauchen wir. Vielleicht hier, oder was? Ich glaube hier. Das könnte hier sein, auf jeden Fall. Hoffentlich. Dann können wir hochspringen, es geht. Okay, gut. Okay. Ah, cool, das war chillig. Okay, gut. Das ging schnell. Okay, Gegnertypen, ja. Damit hätte ich rechnen können. Aber nicht schlimm. Nicht schlimm. Aua, shit. Ah, ich würde auf jeden Fall gleich mal Piccolo die Attacken tauschen. Also diese Support-Attacken, ich glaube, das ist bessere. Ich glaube, wir haben nicht so gute gewählt. Ich glaube, Hirnspirale wäre nice. Wenn es geht, ich guck gleich mal. Und das könnte Sinn ergeben. Weil aktuell hat er nicht so gute Attacken, habe ich das Gefühl. Gefällt mir nicht so, ehrlich gesagt. So, warte, gucken wir mal kurz. Charaktere. Piccolo. So, Unterstützung, Attacken hier. Dämonenhieb, weiß ich nicht. Können wir da nicht hier Spezialhirnspirale nehmen? Geht sogar nice. Ich glaube, das ist besser. Okay, wir haben alles gesammelt. Das heißt, wir können zurückgehen zu Dende und der alle echte Mr. Popo. Okay, ich bin wieder da, Dende.
Vielen, vielen Dank, Mr. Popo. Natürlich überlass mir den Rest. Das dürfte erreichen. Die Kapazität des Raums wurde erhöht. Ich habe mir auch einige Freiheiten bei der Dekoration erlaubt. Das ging schnell. Natürlich, im Raum wird der Zeitfluss beschleunigt. Ah, okay, ein Augenblick, draußen sind Stunden drinnen. Ganz genau, aber selbst außerhalb ist Mr. Popos Arbeit in der Sachen Qualität und Tempo herausragend. Jetzt werde ich aber gleich rot. Möchtest du mal hineinschauen? Warum nicht, danke. Leute, ran, okay. Wie war es? Es war genau das gleiche. Sogar das Essen oder bilde ich mir das nur ein? Nein, 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 das Essen ist wirklich dasselbe. Schmeckt es dir nicht? Ich will mich ja nicht beschweren, aber besonders lecker ist es nicht gerade. Ach, möchtest du vielleicht etwas Schmackhaftes oder Schmackhafteres? Eigentlich schon, ja, tut mir leid. Alles klar. Ich werde darüber nachdenken, der Raum darf nicht allzu gemütlich sein, sonst wäre es kein richtiges Training, ja, das stimmt. Vergiss es. Hä? Mr. Piccolo? Krieger haben nicht den Luxus und die Uhr, Feins zu speisen. Wir müssen alles geben, egal unter welchen Umständen. Deswegen trainieren wir. Ja, Sir. Und noch was. Wenn du auch nur irgendwas Leckeres in den Raum einlagerst, hat es zum Gucke schon verschlungen, bevor du wieder draußen bist. Ja. Dann sollten wir lieber alles so lassen, wie es ist. Einverstanden. Okay, Leute, nice. Okay, cool. Okay. Ah, cool. Level up für Piccolo, Level 44. So, wir haben neue Quests freigeschaltet. Doria, ja. Mr. Popo haben wir hier. Ja, okay. Und das hier, ne? Okay. Das mit Vegeta, okay. Das ist eine Vegeta-Mission. Ah, ne, das wiederbelebt, stimmt. Ah, okay, ich verstehe. Ah, verstehe. Okay. Soweit, so gut. Lass uns erstmal, glaube ich, jetzt das hier machen. Oder, Leute, was meint ihr? Ja, Dragon Ball sammeln jetzt mal nicht, aber cool, dass sie wieder da sind. Cool, dass sie wieder da sind. Haben wir hier neue Sachen? Nee, vielleicht bei Vegeta, könnte ich mir vorstellen. Hier, perfekt. Okay, cool. Cool, cool, cool. Sehr schön. Hier, okay, bei Piccolo war Training, stimmt. Bei Piccolo war ja Training angesagt. Oh, okay, 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 okay. Machen wir die nächste Quest, ne, würde ich sagen. Die nächste Side-Quest mit Son Gohan beim Rinderteufel. Mal gucken, was uns da erwartet. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich erinnere mich, glaube ich, ein bisschen. Geht das auf die Main Quest? Also ein bisschen aufpassen. Es ist toll, dass ich mir das gut überlegen kann. Wenn Piccolo damals die Herrschaft über die Welt an sich gerissen hätte, dann. Ich habe gehört, er hätte Son Gohan trainiert. Als Lehrer ist er sehr sicher beängstigend. Wenn ich ihn jetzt sehen würde, wäre ich vor Angst so unbeweglich wie eine Statue. So, wir dürfen wahrscheinlich nicht Piccolo dabei haben, ne? Ja, wir dürfen nicht Piccolo dabei haben. Das ist, glaube ich, das, was mir gesagt wird. Mehr oder weniger. Nimm mal Krillin mit. Warum nicht? Hä? Ist er jetzt weg oder was? Okay, strange. Vielleicht, oder ist es der Crazy Piccolo? Check ich gerade nicht, Leute, check ich gerade nicht. Ach, wie Piccolo. Okay, ja, sag das doch gleich, Mann. Sag das doch gleich. Sag das doch gleich, Leute. Sag das doch gleich. Okay, hätte ich jetzt nicht erwartet, hätte ich gesagt, deswegen, aber gut.
Okay, dann schauen wir mal. Ah, was soll ich tun? Was ist mit dir? Was ist mit ihm los? Ach, das könnte funktionieren. Zingoran mag das auch. Hey. Piccolo? Was kann ich für dich tun? Verstehe das nicht falsch, ich bin wegen deiner lauten Stimme hier. Ach, so, tut mir leid. Diese Sachen wieder, warum zur Hölle ist er so besorgt? Er hat vorhin Zungorans Namen erwähnt, vielleicht hat es etwas mit ihm zu tun? Hey. Was zur Hölle bedrückt dich so? Hä? Ach, es ist nix. Hast du etwa ein Problem damit? Nein, nicht im geringsten. Er will mir nichts sagen, dann muss ich wohl einfach noch warten. Wie unangenehm. Es ging mir doch nur ums Essen und jetzt kriege ich ausgerechnet bei Piccolo den Mund nicht auf. Er hat so einen stechenden, kalten Blick. Ich weiß zwar, dass Piccolo nicht böse ist, aber er ist trotzdem irgendwie unheimlich. Fühle ich. Allerdings ist er nicht der Einzige, den man König nennt. Ich schaffe das, wenn ich mich ruhig verhalte, wird er wieder gehen. Oh, langsam macht er mir wirklich Angst. Wenn er mir so einen tödlichen Blick zuwirft, dann muss ich ihm sagen. Aber wenn es rauskommt, dass ich nur über so etwas Unwichtiges wie Essen nachgedacht habe, dann wird er nur wütend und ich will vielleicht und will mich vielleicht töten. Ich muss mir einen besseren Grund einfallen lassen. Also, Piccolo, die Sache, wegen der ich mir Sorgen mache. Und Roshi war immer so gut zu mir, dass ich ihm gern etwas schenken würde. Aber ich weiß nicht was, hast du eine Idee? Warum alle Welt fragst du mich das? Es hatte also gar nichts mit Zungoran zu tun? Mist, er hat nicht angebissen. Keine Zeit zum Jammern, ich hab's schon so weit geschafft, ich darf jetzt nicht aufgeben. Es wäre wahrscheinlich besser, einen anderen Adling zu fragen, statt einen Namekianer wie mich. Dagegen kann ich nichts einwerfen. Warum habe ich so eine blöde Frage gestellt? Ehrlich gesagt wollte ich eigentlich zum Goku fragen, aber da er gerade nicht da ist, hast du denn keinen anderen Freunde außer zum Goku? Ganz oft nein, keinen einzigen. Jetzt ist noch schlimmer als vorher. Was soll ich bloß tun? Das ist eine ausgewachsene Katastrophe. Na schön. Wie bitte? Krillin wohnt doch mit den alten Schlacker zusammen, oder? Der Mob sollte dir einen anständigen Rat geben können. Da hat er recht. Aber aus mir unbekannten Gründen hast du dir die Mühe gemacht, mich zu fragen. Das stimmt. So etwas Wichtiges frage ich nicht einfach irgendwen. Stimmt zwar nicht so ganz, aber hey, einen Versuch ist es wert. Ich weiß immer noch nicht, was mit Zungoran ist, deshalb sollte ich mir diesen Unsinn weitermachen. Ich verstehe, dann werde ich Krillin für dich fragen. Boah, echt? Danke. Warte hier. Okay, Leute, langer Dialog. Okay, gehen wir zum Kami-Haus. Und schau mal, was wir hier machen können bei Krillin. Also, können erstmal als einem, oder? Warte. Ah, stimmt, wir können. Wir haben hier einiges freigeschaltet, deswegen. Nice. Hier mehr haben wir nicht? Cool. Hat sich aber gelohnt. Hey, Krillin. Hey, Piccolo. Du bist ein seltsamer Gast im Kami-Haus. Ich habe eine Frage an dich. Okay, schieß los. Der Rinderteufel möchte Muten Roshi etwas schenken und braucht einen Rat. Der Rinderteufel? Und wieso fragst du mich das dann? Der Große meinte, er hätte seine Gründe. Ich würde es ja gerne erklären, aber das ist sehr kompliziert. Okay, ich verstehe. Und Roshi, das Beste, um ein Lächeln in sein versteinertes Gesicht zu zaubern, ist ein Magazin für seine Sammlung. Ein Magazin, ja, wir wissen alle, worauf das hinausläuft, Leute.
Ja, ein Magazin besonders von der schlüpfrigen Sorte Mutenrotschi steht auf Knaller Ausfalter. Ausfalter, was soll das sein? Der Teil, den man ausfaltet, wie kann man besser den visuellen Appetit anregen, als indem man etwas versteckt, besonders wenn die Frau, ich bin immer noch total verwirrt, macht nichts, ich belasse dir die Ehre, eins für mich auszusuchen. Wenn du dir sicher vorstellen kannst, habe ich, wie du dir sicher vorstellen kannst, habe ich noch nie verstanden, was Menschen unter guten Fotos verstehen. Klar, mache ich, wenn ich mit dem Training fertig bin. Wartest du kurz? Na schön, aber hier einfach nur rumzustehen, klingt nicht gerade interessant. Kann ich dir nicht beim Training helfen? Wirklich? Wenn wir einen Trainingskampf veranstalten würden, hättest du auch was davon? Was will man mehr? Okay, zeig mir alles, was du drauf hast. Okay, Fight gegen Krillin, auch lange her, oder? Oder? Weiß gar nicht. 44er, okay, ungefähr wie wir. Oder exakt wie wir. Zumindest mal, ne? Piccolo. Könnte also wieder ein bisschen schwieriger werden. Ja, shit. Windspreile gewastet. Halt. Ja, chill. Mein Gott. Junge, chill doch, Krillin, chill doch. Okay, nice. G. Komm, bleib ab für Vegeta oder Krillin. Für Piccolo meine ich. Nee, leider nicht. Cool. Du bist echt stark, Piccolo. Zu stark für mich. Aber ich habe in diesem Kampf viel gelernt. Danke. Dann werde ich dir mal das Geschenk holen. Warte hier. Okay. Du hast Mädchenmagazin erhalten. Bitte schön, ist zwar eins von meinen, aber brandneu, noch nicht ausgepackt. Das wird den alten Knacker ordentlich auf Touren bringen. Junge, ich begreife zwar nicht, wo da der Reiz liegt, aber danke für die Hilfe. Auf damit zum Rinderteufel. Okay. ja, okay, wir kennen Mutenrotschi, ne? So ist er halt, ne? So ist er halt. Was willst du machen, ne? Was willst du machen? Trägt Krillins Gütesiegel oder Gütesiegel. Lass mich mal sehen. Meine Güte, ist das heftig. Ein Lob auf Krillin, er kennt sich wirklich aus. dann wird es dem Alten gefallen. Gefallen, dass hier es so heiß, dass ihn die Sonnenbrille schmelzen wird. Gut, dass ich dich um Hilfe gebeten habe. Solange du zufrieden bist. Zufrieden ist gar kein Ausdruck. Hast du die Kleine auf dem Cover gesehen? Oh mein Gott, Junge. Was in aller Welt ist das für ein Krach? Hm? Papa, also ehrlich, was siehst du denn da? Nein, verstehe das nicht falsch. Das ist ein Geschenk für Mutenrotschi. Das ist nie und nimmer ein anständiges Geschenk. Außerdem ändert das nichts an der Tatsache, dass du gerade selbst darin herumgeblättert hast. Ja, creep, ne? Ein bisschen creep, ich weiß. Da hast du recht. Was bist du für ein Vorbild für den Zuguan? Das wirst du bereuen, mein Lieber, und zwar richtig. Lasst uns bitte nichts überstürzen. Jeder macht mal eher einen Fehler. Wie wär's, wenn ihr uns ein paar Schätze aus der Schlossschatzkammer besorgen, Junge? Oh nein, dieses Mal kommst du mir nicht so leicht davon. Ja, unangenehm. Ich konnte nicht herausfinden, was mit Zuguan ist, aber vielleicht sollte ich jetzt erstmal aufgeben. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn ich zu viel Druck mache. Ja. Gut. Das ja, war lustige, aber, ne? Lustig. Ist schon einer der besseren Nebenquests, ne? Wie gesagt, die sind alle jetzt nicht so spannend, aber das war schon wieder ein bisschen lustig, vielleicht, ne?
Kann man auf jeden Fall besser als die anderen bisher. Okay, wir haben den Rinderteufel bekommen. Der Rinderteufel ist wahrscheinlich bei Gott, oder? Oder bei Bulma? Nee. Wo ist der? Ah, der Rinderteufel ist... Nee, hier nicht. Okay, ich dachte bei Mr. Popo, aber nicht. Okay, er ist hier, oder? Nee, er ist auch nicht hier. Hä? Wo ist er denn? Auch nicht hier. Okay, vielleicht ist er auch nirgendwo, ne? Manche sind doch gar nicht platziert. Glaube ich. Nee, da auch nicht. Bei Bulma ist er auch nicht. Bei Mutant Roshi könnte ich mir vorstellen, aber ich sehe ihn auch nicht hier direkt. Nee. Ah, bei Shichi natürlich. Macht Sinn. Macht natürlich Sinn. Okay, macht Sinn. Er ist bei Shichi natürlich in der Community. Das ja, macht natürlich, wie gesagt, Sinn. Ja, cool, ey. In dieser Folge und letzten Folge sehr viele Charaktere bekommen für die Communities. Sehr schön. Perfekt. Weiter gut. Okay. Dann schauen wir mal rein in die nächsten Stories, die wir haben. Okay, was haben wir denn freigeschaltet? Okay, okay, Son Gohan. Ah, Kalin, haben wir was? Und halt Dodoria. Okay, wir haben noch drei Quests, also zwei mehr oder weniger. Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal das hier, oder? Mit Mr. Popo. Komm, warum nicht? Und beim nächsten Mal werden wir dann wieder ein bisschen trainieren, Leute, ne? Aber heute ein paar Nebenquests und so weiter. Wie gesagt, wir sind gerade in der Phase, wo wir sehr viele chilligen Folgen haben, wo wir ein paar Sachen machen können, ne? Bevor es dann mit Buu losgeht. Also, ich denke mal, die nächste Folge wird auch noch so sein. So ein bisschen Zeit ziehen, ne? Hier ein bisschen was machen, da ein bisschen was machen. Ihr kennt das ja alles mittlerweile, ne? Wir haben viel zu tun, Leute. Kann ich mich kurz healen? Das wäre wichtig, glaube ich. Ich heal mich kurz, bevor wir da hingehen. Ich glaube, das machen wir noch in der Folge, glaube ich. Und in der nächsten Folge machen wir wieder Training, auch ein paar Nebenquests, und dann sind wir eigentlich ready fast schon für die nächsten Mainquests. Sprich mit Chichi zum Beispiel zur nächsten Mainquest. Ach, hier nicht. Hier. Okay, wir sind full heal, perfekt. Dann gehen wir mal hin, ne? Dann gehen wir mal hin. Ich glaube, an der Quest erinnere ich mich, Leute, weil die war sehr nervig. Weil wir was suchen müssen, was sehr versteckt ist. Da musste ich sogar damals googeln, daran erinnere ich mich noch. Also das könnte ein bisschen nerviger werden. Mal gucken, vielleicht habe ich damals auch einfach Fehler gemacht. Mache es heute besser. Wer weiß, hoffentlich. Hoffentlich. Entschuldigung, kann ich dir helfen? Also ich habe mich nur gefragt, wie es dir wohl geht. Mir geht's gut, mir geht's immer gut. Aber es ist trotzdem schön, dass du da bist. Ich möchte dich etwas fragen. Wirklich? Ich würde unserem neuen Wächter gerne ein paar Möbel bauen, die zu seiner Statue passen, aber dazu brauche ich Materialien. Allerdings bin ich gerade sehr beschäftigt. Könntest du sie mir vielleicht besorgen? Ja, können wir. Ich helfe gerne, denn der ist ein guter Freund von mir. Danke. Und was soll ich dir besorgen? Oder was soll ich besorgen? Also ich brauche etwas Holz, aber der Wächter der Erde und ich dürfen keine Lebewesen töten. Das heißt, Holz von unnatürlichen gefällten Bäumen kommt nicht in Frage. Aber wir könnten Holzschnitzel von Bäumen nehmen, die ungewählt wurden oder auch durch andere natürliche Ursachen umgestürzt sind. Okay. Okay, bist du sicher, dass du Holzspäne ausreichend? Brauchst du nicht etwa Nägel? Ich bin ein geschickter Handwerker. Wenn du mir genug Holzschnitzel besorgst, kann ich daraus Möbel bauen. Das habe ich schon für den letzten und den vorletzten Wächter so gemacht. Alles klar, ich werde da mal sehen, was ich tun kann. Wenn du mir eine gewisse Menge gebracht hast, schenke ich dir etwas. Okay, haben wir vielleicht schon Holz? Nee, ich denke nicht. Nee, haben wir nicht, waren 15 Stück, okay. Aber mal gucken, vielleicht wird es mal ein bisschen chilliger, ich weiß es nicht. Aber wo soll es denn sein? Sagt er das nicht?
Ich würde beim Fluss in der Schlucht nach Holzspänen suchen. Da findest du bestimmt welche. Ich glaube, ich weiß, wo er meint. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir werden es probieren müssen. Aber ich kann es mir gut vorstellen. Ich glaube, hier, war das hier? Könnte hier sein, wo ich meine. Mal gucken. Aber ich glaube, ich weiß, wo er meint. Das ist schon mal nicht schlecht. War das hier? Ich glaube, hier ist schon mal richtig. Ich glaube, die Map ist schon mal richtig. Nee, oder? Nee. Nee, das ist falsch, Das war dann, glaube ich, hier. Hä? Hier, glaube ich. Hier muss sein. Okay. 15 Stück, ne? 15 Stück ist schon eine Menge, glaube ich. Ja, hier ist richtig. Ich glaube hier. Und dann hier unten irgendwo beim Fluss. Oder? Könnte es sein. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Ich weiß es nicht mehr genau. Hier ist der Wasserfall. Ah, warte, hier. Hier hatte ich. Oh, Gold. Goldenes Ding. Junge. Okay. Hier. 3 Stück. Okay, also bekommen mehrere. Das geht also klar. Okay. Mal gucken, ob wir weitere finden. Weitere Baumstämme, ne? Ob hier weitere rumliegen. Ich glaube, wir können sogar speichern eigentlich. Das ist ein bisschen cheaty unterwegs, aber komm, wir können speichern. Dann können wir wieder laden, glaube ich. Das müsste dann, glaube ich, gehen. Ein bisschen, ja. Ist ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen, oh, wie heißt das Wort, Leute? Das gibt's ja nicht. Ein bisschen, Wort, Leute, ich finde das Wort nicht halt. Das gibt's ja nicht. Ach, kann ich doch nicht. Shit, es geht doch nicht. Gut. Dann ist doch egal eigentlich. Schade, ich dachte, das wird gehen, aber ja, gut. Müssen wir wohl weitere Baumstämme suchen, die umgekippt sind? Ich hoffe, ich finde weitere. Das wäre ganz gut. Hier oben vielleicht. Könnte sein. Oh, wo bin ich? Na, nee. Nee. Ich sehe doch gar nichts. Ich sehe doch gar nichts. Vielleicht sollte ich fliegen, ne? Das macht mehr Sinn, glaube ich. Dann kann ich immer so gucken. Ah, hier, da sehe ich schon was. Perfekt. Okay, 7 schon. Okay, es geht doch schneller als gedacht. Gut. Nein, nicht um mich. Da könnte was sein, stimmt. Junge, was macht der? Ah, okay, nicht viele, 2 Stück nur, nicht, ja, okay. So, gehen wir rein, oder? Warum nicht? Wenn wir schon mal hier sind. Nee, wenn wir schon mal hier sind, Leute, oder? Gehen wir rein. Geht das nicht kaputt? Doch, weckt. Hey, cool, haben wir das auch mitgenommen, sehr schön. Aber wir wollen Holzstämme haben. Oder Holzstücke, besser gesagt. Ja, hier. Oh, 2 Stück noch, perfekt. 2 Stück noch.
Ja, besser langsam durchfliegen. Nicht, dass wir jetzt übersehen, wisst ihr, ich meine? Nicht, dass wir jetzt übersehen. Immer mal wieder bis anhalten und dann gucken, ne? So, hier könnte was sein. Das sieht doch gut aus. Boah, was ist das? Nee, hier noch nicht. Okay. Ah, nein, darf ich nicht hin. Shit. Okay, wir finden noch zwei Stück, Leute. Das kann aber nicht sein. Kann aber nicht sein, oder? Okay, das ist natürlich jetzt nervig ein bisschen. Wir finden zwei Stück. Nicht gut. Nicht gut. Hier ist einer, aber den haben wir schon. Ah, doch nicht. Perfekt. Oh, Gott sei Dank. Ah, cool, das sind alle. Wir haben 17 von 15. Perfekt. Okay, das war doch sehr chillig, ne? Cool. Sehr schön, sehr schön. Du hast also 15 gefunden. Hier, bitte nimm das. Vielen Dank. Wow, chillig. Das war eine, okay, coole Mission. Ging das schnell eigentlich. Ja, nice. Hurra, du hast alles gefunden, was ich brauche. Vielen Dank. Bitte nimm das zum Lohn. Schön, dass ich helfen konnte. Dende wird sich bestimmt auch freuen. Vielen Dank nochmal zum Goran. Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Level 57. Ich sollte ein schönes nice Furniture für Dende machen. Ich hoffe, er mag sie. Okay, was haben wir bekommen mit Zungoran jetzt? Fähigkeiten? Ah, gar nichts, oder? Richtig, okay. Aber Level 57, ne? Sehr schön. Okay, Leute, ich glaube, es war's für heute, oder? Ich würde sagen, es war's für heute. Wir haben noch ein paar Quests, die machen wir dann beim nächsten Mal fertig. Also, das halt noch, auf jeden Fall das noch, halt. Ne? Mit Krillin, mit Zungoran. Das sollte ja relativ schnell gehen. Und dann sind wir nicht ready für die nächste Main-Quest hier. Zusammenfassungen. Dann, ja. Machen ein bisschen Training und so weiter, ne? In den nächsten Folgen. Ihr kennt das ja alles, ne? Mittlerweile mit Zungoran, mit Vegeta noch ein bisschen Training. Also den Trainingsraum, ihr wisst Bescheid. Piccolo haben wir noch einiges, was wir machen können, ne? So, dass wir gut vorbereitet sind für die Buu-Saga. Weil, ey, wir können noch ein bisschen mit der Teen-Goran spielen. Dann ist er bald weg jetzt mal. Deswegen sollten wir noch ein bisschen spielen, alles machen, was so geht. Also, wir haben jetzt zweimal Shenlong gerufen, das reicht erstmal. Das machen wir erst beim nächsten Mal wieder, ne? Also nach der Buu-Saga oder mitten in der Buu-Saga, wenn die Dragon Balls da sind. Es sollte ja sein, denn der steht ja nicht, glaube ich. Weiß ich auch nicht mehr, ich glaube nicht. Dann sollten die Dragon Balls ja noch da sein und da haben wir da noch einiges zu tun. Einige, die wir wiederbeleben können. Und natürlich, Leute, was vielleicht auch in der nächsten Folge machen wird oder in der übernächsten Folge oder ne, nach der Buu-Saga. Ist natürlich halt hier die roten Icons, ne, die wir noch machen müssen und wollen vor allem. Da geht auch noch einiges, was wir noch erledigen müssen. Aber Leute, ich würde sagen, das soll jetzt erstmal für heute gewesen sein. Es war meine Freude wieder, Leute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, Leute, danke fürs Dabeisein, wirklich. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag auf jeden Fall. Macht was draus und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich sage auf jeden Fall auch Danke an alle, die mal wieder ein Like da gelassen haben, ne? Oder abonniert haben. Das ist wirklich, wirklich, und das meine ich ernst, Leute, sehr, sehr nett. Vielen, vielen Dank dafür. Ich bin sehr dankbar dafür. Großes Dankeschön an alle, die mit dabei sind, die das hier supporten. Die ganze Nummer hier auf YouTube oder ja, auf YouTube, ne? Das ist sehr nett. Leute, wie gesagt, euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut und ciao.